Sie fragen sich, warum ich hier bin. Das frage ich mich auch. Sie fragen sich, warum Sie hier sind. Das frage ich mich auch. Man hat mich hierher bestellt und Sie hier hingestellt. Jetzt sind wir hier abgestellt. Sie können sich auch woanders hinstellen, bleiben aber trotzdem ausgestellt. Hergestellt, herbestellt, hingestellt, abgestellt, ausgestellt. Egal, wo immer Sie sich in Zukunft hinstellen werden, Sie bleiben für immer ausgestellt. Teil dieses unheimlich gigantomanisch irren Konzeptes. Bis ins Mark Ihres Totenkopfes hinein informiert. Marionettenhaft, wie von Geisterhand gelenkt, werden Sie sich von hier abwenden. Sich hinwenden zum Buffet, falls vorhanden. Prost Mahlzeit, Ladies and Gentlemen. Genießen Sie den Abend, solange Sie noch können. Denn aus zahllosen Möglichkeiten, diesen zu gestalten, haben Sie diese, unsere Variante, ausgewählt. Halleluja! Gratulation und herzlichen Dank. Diese Bilder wandern wie Krücken Ihres Gedächtnisses tiefer und immer tiefer in das lose Gebilde Ihrer Erinnerungen hinein. Irgendwann begegnet man einem befremdeten Gefühl einer Verlorenheit, wie die unbestimmte Ahnung einer gesichtslosen Zeit. Gleichzeitigkeit, Unnahbarkeit. In allen Richtungen verbergen sich dieselben schönen Aussichten und ziehen am Horizont vorbei. Stellt man sich die Frage des tatsächlichen Fortschreitens, entpuppen sich alle anderen Anmaßungen als flüchtige, bildhafte Ereignisse. Kommentare vertreiben die Zeit manchmal, können aber im Sog des Entschwindens keinerlei Wirkung erzeugen. Ablenkungsmanöver, die Kurve kratzen. Im letzten Moment geraten wir aus dem Gleichgewicht, sanft landen wir wieder in unseren Gummizellen. Jetzt verfangen wir uns und blicken in die postfaschistoide Phase und katapultieren uns wieder hierher zurück. Alles vergrößert sich, bläht sich auf, eine monumental monotone Monströsität tut sich auf und wir gehören dazu. Versuchen die klebrige Substanz von unseren Körpern zu lösen, doch wohin damit? Sie ist überall. Sie wissen jetzt genau, was sie zu tun haben? Ich nicht. Das Warten zahlt sich aus für manche. Sie kleben schon fest und zahlen Gebühren für Schmerzfreiheit, dafür ungeboren oder umgeboren zu Lebzeiten. Bitte danke, ha ha ha. Langsam kommt Stimmung in die Totengesellschaft. Denn Totenköpfe müssen immer lächeln, ob sie wollen oder nicht.